Liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in den Hinterlanden, doch bevor ich heute mal loslaufe, möchte ich mich gern kurz der Erforschung widmen, wie ich denn eventuell in meinem nach Haven zurückkomme. Versteht ihr? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wir sammeln hier diese ganze Macht. Wir haben Nebenquests in Haven und rund um Haven und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dazu verdammt sind, hier zu bleiben und erst storyrelevanterweise wieder nach Haven zurück können. Irgendwo muss es doch da eine Möglichkeit geben, einfach so wieder dahin zu kommen. Vielleicht an dem Lager der Randgebiete, wo wir angefangen haben. Ich muss mich jetzt einfach mal ein bisschen hin und her porten. Wie gesagt, dauert nicht lang. Ich will bloß mal forschen, ob ich irgendwo eine schnelle Möglichkeit sehe, um wieder abzureisen. Vielleicht sehe ich auch was total Offensichtliches. Ich muss jetzt auch gleich nochmal auf der Questkarte gucken. Vielleicht ist da irgendwie drücke so, um nach Haven zurückzukehren oder so. Irgendwie muss ich doch zu meiner komischen Karte zurückkommen. Es kann doch nicht sein, dass ich dann immer hier bleiben muss, bis Sachen erledigt sind, von denen keiner weiß, was sie überhaupt sind. Ne? Okay, das ist nix. Hier kann ich die Gruppe wechseln. Aber das bringt ja nichts, weil... Oh, habe ich die jetzt alle weggelassen? Nee, oder? Ihr kommt schon noch mit, oder? Ihr seid schon noch meine Buddies. Okay, alles klar. Hier kann ich Tränke. Hier kann ich Gruppe wechseln. Hier kann ich die Requirierungen. Aber es gibt keine Möglichkeit für mich, dieses Gebiet zu verlassen. Versteht ihr? Das wundert mich. Das wundert mich stark. Requirierungsoffizier, ja. Oh Mann, das ist auch eine Aussicht hier. Das mit der Statue da unten. Ach ja, das ist ja unser kleines Dörfchen, ne? Irgendwie muss es doch... Mit dem Charakterbogen kommt nicht in Frage. Speichern auch nicht. Tagebuch vielleicht? Sammelquests, abgeschlossene Quests. Haven. Ja, in Haven sind Quests. Aber... Wie komme ich nach Haven? Nein, ins Hauptmenü brauche ich nicht. Inventar bringt es, glaube ich, auch nicht. Laden bringt es auch nicht. Questkarte. Wegpunkt wechseln, zurück. Tagebuch, zoomen, Legende. Ha! Da ist Haven. Ich hab's gefunden! Yes! Okay, Leute, ehe wir in den Hinterlanden weitermachen, werde ich in Haven mich jetzt mal ein bisschen umgucken. Vor allen Dingen werde ich mal diese Machtpunkte investieren. Und ich habe ja auch schon einen Bonus für meine Inquisition kann ich freischalten. Bedeutet, wir können uns vielleicht irgendwie sowas kaufen wie erhöhter Inventar-Dings. Weil als ich gerade schon wieder mein Inventar-Maximum erreicht habe, hätte ich schon wieder kotzen können. Wow, die singende Jungfrau. Habt ihr je die Geschichte von König Bedouir gehört? Wie die meisten Könige war auch Bedouir ein stolzer Mann, der von seinen Untertanen nicht weniger als bedingungslose Ergebenheit erwartete. Er war der Überzeugung, der beste Weg, das zu erreichen, sei durch Angst. Wer ihn fürchtete, würde ihn schließlich niemals verärgern. Okay, die habe ich ja schon mal vorgelesen. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich hier in einem Ladescreen mir noch Lore geben, die ich nicht zu Ende lesen kann, weil die Ladezeiten dann doch nicht lang genug sind. Oh mein Gott, was ist hier draußen los? Irgendwelche Geräusche, sogar die Katze, die auf meinem warmen Receiver liegt, ist irgendwie fix und fertig und aufgewacht. Mietz, leg dich wieder hin. Ganz ruhig. Alles ist gut. Genau, sie legt sich wieder hin und entspannt sich. Die Ladezeit ist aber sehr lang. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht irgendwelche storyrelevanten Ereignisse wieder in Gang gesetzt, die passieren. Ansonsten, na gut, ist ja auch zu eurem Vorteil, ne? Dann sehen wir halt jetzt was Spannendes, aber es sieht gerade so aus, als würde dieses Bild für immer schwarz bleiben. Für immer. Absolut für immer. Oder auch nicht. Jetzt habe ich fast... Wieso macht denn hier so einen Lärm? Ach so, die trainieren hier die Kämpferei. Ah. Okay, jetzt können wir ja auch mal endlich diese ganzen Symbole... Ach, Cassandra, hallöchen. Du übst in der Zeit, bevor wir wieder in die Hinterlands gehen? Ihr seid beeindruckt. Ihr braucht stabilere Puppen. Geht's euch gut, Cassandra? Worried? Is it that obvious? I'm afraid so. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool. And they may be right. Aber warum? Was glaubt ihr denn? What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see.
And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. Tja, er musste das aber tun. Obwohl, nee, wir sind mal ein bisschen final, ein bisschen bestimmt, ein bisschen selbstbewusst. Es ist zu spät, um jetzt umzukehren. Isn't it a bit late to worry about it now? We have only just begun. Ich weiß, und ich bin dankbar dafür. My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Nun gut, aber ihr hattet ja gute Gründe. It wasn't like you had no reason to suspect me. I was determined to have someone answer for what happened. Anyone. I'm curious. Do you even believe in the Maker? Ich weiß nicht. I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Okay. Fand ich jetzt ganz interessant, in die Rolle zu schlüpfen desjenigen, der jetzt nicht so bedingungslos den Regeln dieser Welt folgt, nämlich an den Erbauer glauben oder nicht, sondern dass ich einfach sage, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es hier irgendeine leitende Hand über uns gibt, die uns bei der ganzen Sache hilft, weil wir sind echt in der Misere. So, jetzt haben wir doch für den hier schon wieder eine Quest ausgelotst, oder? Hey, lass mal mit dir sprechen hier. Digga, ich konnte doch gar mit dir sprechen. Zack. Herod. Knurrt. Was ist mit Verbesserungen? Nachforschen. Hä? Erzählt mir von euch, rüstet ihr Truppen aus, warum braucht ihr Material? Was könnt ihr hier machen? Nee, das wollen wir nicht. Wiedersehen. Warte mal, ist dann hier, wer hat dann diese Quest für mich? Oder ist die ganz woanders? Gucken wir mal, ob wir was Neues herstellen können. Genau. Also, wir brauchen 9 Stoff und 4 Leder, um diese Rüstung herzustellen. Schülerpanzerung. Verteidiger Harnisch. Verteidigerpanzerung, Speerpanzerung, Beinschutz. Schade, mir fehlt irgendwie so ein bisschen das Menü, dass ich gleich sehen kann, wie weit das ganze Zeug zum Vergleich zu meinem anderen Dings ist. Wisst ihr? Das finde ich gerade ein bisschen schade. Schülerpanzerung. Okay. Verteidigerharnisch. Ja, den hier finde ich ein bisschen sexier als den anderen, aber... Ach, naja. Gut, wir lassen's. Wir können aber hier irgendwie Waffen herstellen. Warte mal, Waffen modifizieren. Biedenhänder. Ausgerüstet von Sesmodian. Okay, wir haben keine Materialien. Okay, können wir dann unsere Rüstung modifizieren? Verteidigerharnisch. Nur Cassandra. Den hier. Verteidigerharnisch, Armschutz. Verteidigerharnisch, Armschutz. Plus 3 Verteidigung im Nahkampf. Ja. Ja, warum nicht? Leer. Schwerer Armschutz. Änderung bestätigen. Bing. Okay. Das ist irgendwie so ein verzweigtes Menü. Ich weiß nicht, das ist komisch. Schwerer Armschutz. Ping. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da jetzt gerade gemacht habe, aber... Okay, ausbalancierter Dolch. Ah, spitzer Dolchgriff. Ach, das sind bloß Griffe. Das ist sehr lustig. Okay. Alles klar, das interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Ja, was, wo ist denn hier diese Questmarkierung? Ist der, steht der auf dem Dach oder was? Oder ist der womöglich auf der Innenseite der Mauer? Okay, wir gucken uns jetzt erstmal um. Ich wollte ja generell, mich auch drinnen gucken und an den Kriegstable gehen. Und einfach mal gucken, was ich da so reißen kann. Ach, wartet mal. Jetzt fällt mir gerade was ein. Dieser... Oh Gott, was mache ich denn? Nein, jetzt geh doch raus. Geh doch wieder auf die Questkarte. So. Hier war ja noch irgendwo dieser Holzschlagplatz, ne? Den wir finden sollten, damit diese Waffen gebaut werden können. So, können wir bei der Quartiermeister für die Inquisition angefordert werden.
Aber wo ist dieser Holzschlagplatz? Die richtige Rüstung. Lass eine Rüstung herstellen. Ja, wie lass herstellen? Ach so, das ist jetzt einfach so die Quest. Ich hätte tatsächlich eine machen müssen. Ist das hier? Suche den Ratsraum auf. Nee. Oh Mist, wenn ich jetzt in diesen blöden Ratsraum gehe. Die Bedrohung bleibt bestehen. Die Taten der Inquisition in den Hinterlanden haben sich herumgesprochen. Die Klerikerinnen der Kirche in Valrayo haben sich zu einem Treffen bereit erklärt. Scheiße, dann geht's weiter, ne? Das ist Mist. Wo geht's hier hin? Da geht's auf die Weltkarte. Sag mal, war ja nicht irgendwo dieser Holzschlagplatz? Da, Holzschlagposition. Sollte ich da vielleicht mal hinwandern? Und hier auch? Teigens Notizen suchen? Ach komm, das machen wir jetzt. Ich hoffe mal, das macht Sinn, dass ich da alleine hingehe, weil ich glaube, ich kann ja auch niemanden um mich sammeln hier. Wir versuchen es einfach mal. Einen Holzschlagplatz finden. Vielleicht ist es ja hier unmittelbar ums Lager herum recht friedlich. Hoffen wir jetzt einfach mal. Dann sollten wir da... Oh, ich höre jemanden. Und ich sehe Elfenwurzeln. Oh ja, zum Alchemisten können wir auch gehen. Und mal zu dieser Forscherin in der Kirche. Die erforscht dann irgendwelche Sachen für uns. Ja, hier muss irgendwas sein. Da ist zum Beispiel schon... eine Tür zum Aufmachen. Hallo? Oh, schönes Bild. Schöne Brust. Hallo? Scheint niemand zu sein. Aber ich höre ein Geräusch. Hallo? Nee, hier ist nichts. Ich irre mich. Oh, hier ist doch sicherlich irgendwas, oder? Da oben ist ein zweites Stockwerk. Wie komme ich da ran? Mit einem Schwebenzauber, den ich nicht habe. Ist irgendwo ein zweiter Einstieg in dieses Haus, oder was? Hello again, ich suche einen zweiten Hauseinstieg. Ich finde nichts. Aber so einen Holzschlagplatz könnten wir doch hier sicherlich irgendwie finden, oder? Eisen! Wie wir hier auf eigene Entdeckertour gehen, ohne unsere Inquisitionsmitglieder. Ich fühle mich sehr unsicher gerade. Ich möchte nicht hier von bösen Dingen überrascht werden jetzt demnächst. Holzschlagplatz. Hier scheint es relativ friedlich zu sein. Ich glaube, jetzt begebe ich mich schon wieder raus aus diesem potenziellen Holzschlagplatz. Ach nee, das ist ja gar nicht der Holzschlagplatz. Das hier sind ja diese, das ist der Punkt, wo die Notizen sind. Von diesen Tigern oder so. Irgendwo in diesem Haus verstecken die sich. Aber wie komme ich denn da hoch? Die einzige Leiter, die da hochführt, wurde hochgezogen da. Ach, Moment. Ah, ich habe ganz vergessen, dass wir das auch haben. Bäm, da ist sie. Bring die Notizen zu Adan. Wunderbar. Können wir die nicht auch lesen? Kriegen wir da nicht irgendwas? Schot, okay. Dann können wir uns jetzt noch diesen Holzschlagplatz. Dann haben wir nämlich zwei Quests zum Abschließen. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn schon scheiße, dann mit Anlauf. So, beschaffe die Requirierungen. Alles klar, das kriegen wir hin. Holzschlagplatz ist unsere leichteste Übung. Ist unsere leichteste Übung, genau. Oh, guck mal, Rohstoffe. Die blitzen mir so entgegen. Und da ich höre Pferde. Hier ist irgendwo ein Pferd. Verdammt nochmal. Pferde? Oh, bitte keine Gegner. Ich möchte meinen Frieden haben. Ach nee, das sind bloße Böcke. Geil, dass das hier eine recht friedliche Gegend zu sein scheint. Dass hier nicht einfach sinnloserweise überall Feinde rumstehen. Macht ja auch keinen Sinn. Warum sollten wir unsere Inquisition da aufschlagen mit unserem Lager, wo ringsherum alles von Feinden regiert ist? Und das da vorne ist es sogar. Unser großes Lager sieht von Weitem sau imposant aus. Fuße dieses gigantischen Berges. Wunderschön. Einfach wunderschön. Da oben glitzt mir wieder Eisen entgegen. So. Klick. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden. Hallo, ihr Böcke. Oh, Wurzeln. Wunderbar. Ich will euch nichts tun. Ich sammle bloß die Blüten hier ein. Solange ihr mich nicht angreift. Da ist ein Holzschlagplatz. Yay! Holzschlagposition beanspruchen. Wasunga. Wunderbar. Dann können wir ja abdampfen. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier draußen noch irgendeine Quest habe in unmittelbarer Nähe. Nö, eigentlich nicht. Da kann ich nur nochmal mit Cassandra sprechen. Ach, wisst ihr was? Jetzt lass mal diese blöde Rüstung noch schmieden. Dann verbrauchen wir halt die Stoffe. Ich will aber, dass die Quest verschwunden ist. Ich will die nicht die ganze Zeit unerledigt im Questlog haben. Vor allen Dingen, wenn ich sie so leicht erledigen kann. Das ist ja jetzt eher was Passives und zeigt uns bloß, wie eine Rüstung gemacht wird. Dann lasse ich die halt machen für meinen Slash-Eck. Was soll's? Ich habe gar nicht auf die Werte geguckt. Vielleicht ist die ja sogar... Ach so, nee, konnte ich ja nicht. Wurde mir ja nicht angezeigt. Vielleicht ist die ja sogar gar nicht so scheiße.
Dann bin ich auch dieses glitzernde Etwas hier los. Ich sehe aus, das kommt mir die ganze Zeit so vor. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Jetzt wäre ich in Alufolie eingewickelt. Ich finde es schlimm. Ich will eine schöne Rüstung haben. In den ganzen Gameplay-Präsentationen hat man so geilen Shit gesehen. Den will ich alles haben. Alles meins, meins. Aber kriegen wir schon noch. Da hinten geht's auf die Weltkarte. Okay, da kann man quasi auch direkt... Ja, man muss natürlich nicht in die Gebiete beamen. Sobald man sie besucht hat, kann man das. So wie wir jetzt mit den Hinterlanden. Wir können aber auch jederzeit hinlaufen. Wir können auch bei den Hinterlanden die Gebietsgrenze suchen und einfach ins nächste Gebiet überwandern. Ähnlich wie bei, ja, wie bei einem MMO halt. Wer bist du? Lisette? Was willst denn du? Ja? It rather rolls off the tongue, doesn't it? No. I did not join the order to adjust my faith so easily. But I appreciate what the Inquisition is trying to do and your role. Though you may find not many Templars do. We're a distrustful lot by nature. Aha. Und warum sagst du mir das alles so? I'd like your take on the Templar order. It's a shadow of what it was. Where once we both protected all people from the dangers of magic, we now posture and grab at power. One day, I hope the circles are again sanctuaries where mages can practice their craft. Okay, die wünscht sich also die alte Templerie hervor, die unserer Inquisition sehr ähnlich war. Was ist beim Konklave passiert? You have any idea what caused the explosion? No, I'm just a recruit. Belief and faith doesn't get you closer to the important meetings. Though that distance did save my life. Mhm. Wollt ihr hier bleiben? You're not going to rejoin the order. When the temple went up, your forces rescued those few of us still alive. My life is a debt I intend to repay, however I can. Wie seid ihr eigentlich Templer geworden? How did you come to be a Templar? It seemed the right thing to do. My family are tradesfolk in Denarim. I could have become a cobbler like my father, but this seemed better. It's a chance to uphold the Chantry's laws and help the mages through a troubled time. Okay, ziemlich idealistisch. Not every Templar feels that way. I know. Power can corrupt. It's a delicate balance. One person trying to do something can make a difference. You should keep that in mind, Harold. Alles klar. Du gefällst mir als Templerin. Die ist quasi so ein bisschen das Äquivalent zu der Magierin, die wir schon gefunden haben, die ja auch so gesagt hat, eigentlich ist dieser Krieg zwischen Magiern und Templern ziemlich beschissen. Wir könnten alle so friedlich miteinander leben und uns gegenseitig helfen, aber wir müssen uns ja bekriegen. Aufgrund von irgendwelchen uralten... Naja, okay, dann lassen wir jetzt mal eine Rüstung herstellen. Und zwar nehmen wir den Verteidiger-Harnisch, oder? Oder Speerpanzerung, Beinschutz, das haben wir nämlich noch gar nicht. Machen wir das mal? Mittelschwere Rüstung? Komm, Verteidigung. Ah, jetzt können wir sogar die Art von Fell auswählen und dann würde sich das quasi auch schon so ein bisschen verändern, wahrscheinlich auch im Aussehen. Ich meine, gut, hier bleibt es jetzt relativ gleich. Aber gut, ich nehme mal Widderleder, davon haben wir am meisten. Was können wir hier nehmen? Lammwolle. Ach, das macht doch unter... Guckt euch das an, das gibt unterschiedliche Stats, je nachdem, welche Ingredients ich nehme. Das ist ja der Hammer. 5 Resistenz, 10, 10 gegen Kälte, 2 gegen Magie und Seide. Verteidigung gegen Magie und Resistenz gegen Kälte. Okay, dann nehme ich jetzt mal Seide. Ah, folgendes hergestellt. Absorbierender Späherbeinschutz des Eisschreiters. Das ist ja geil. Ich kann den umbenennen. Oh mein Gott, ich kann den echt umbenennen. Ich lasse den jetzt mal so. Geil, dann kann man sich sein eigenes Zeug mit seinen eigenen Werten machen und dem Ganzen noch einen Namen geben. Ich werde mir das ultraste Zweihandschwert aller Zeiten machen. Und werde... Ach du Scheiße, und dann werde ich es... Penis nennen. Ja, ich habe es jetzt gesagt. Ich werde es Penis nennen. Keine Ahnung. Habe ich das Zeug jetzt auch schon an? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Moment mal. Inventar. Rüstungen. Moment mal. Mittelschwere Rüstung. Haben wir nicht. Ach so, der kann das Ding schon wieder nicht tragen, oder was? Hm. Tja, ein Helm wäre langsam mal nicht schlecht, ne? Wenn die nicht alle so scheiße aussehen würden. Oh, nee, ey, so kann man doch nicht rumlaufen. Guck dir das an. Na wohl.
Es sieht gar nicht mehr so fehl am Platz aus. Am Anfang mit unserer alten Rüstung sah es irgendwie fehl am Platz aus. Jetzt passt schon, aber es ist trotzdem wuchtig. Das Ding ist, guckt euch das an, ein Drittel größer und umfangreicher als unser Kopf. Okay, wunderbar, ich bin zufrieden. Jetzt haben wir die auch noch gemacht. So, die wollen immer noch Pferde haben. Das ist ja auch eins unserer Hauptziele. Schade, ich würde jetzt wirklich gerne an diesen Kriegstable gehen, aber ich will eigentlich gar nichts Neues in Bewegung setzen bis jetzt. Ich möchte erstmal in Ruhe meinen... Was? Tevinter-Magier sind in den Hinterlanden gesehen worden? Lesen? Andrastes Mabari. Ihr kennt Andrastes Mabari so treu im Gesang, da taucht er nicht auf. Und fragt ihr die Schwestern der Kirche nach ihm, so antwortet sie darauf. Ein stinkender Kriegshund, das kann gar nicht sein. Dabei weiß ganz Ferelden genau, unsere gütige Herrin, sie liebte ihn, denn war er sowohl treu als auch schlau. Und Andrastes... Okay, alles klar. So ein langes Gedicht muss ich jetzt nicht vorlesen. Hey Varric, hast du schon was Neues zu erzählen eigentlich? Ich hätte da eine Frage. Could I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Erzählt mir mehr von eurer Armbrust. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. Funny story. I bought a salvaged ship and found her locked in a dragonbone reinforced chest in the hold. I broke 3 dozen lockpicks and blunted 9 saws opening that trunk, but it was worth it. Okay, und warum heißt die Bianca? Was she named for? I can't tell you. Warum nicht? And the reason for that is complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. Lol. Und was macht ihr so? I'm not clear on your line of work. You're a merchant. I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network and occasionally I write books. Aha, er schreibt Bücher. Könntet ihr Liliana ersetzen? Nö, der soll Liliana nicht ersetzen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Welche Bücher schreibt er denn so? You're an author. What kind of books have you written? I've tried my hands in a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. Geil. Woher kennt ihr Cassandra? Das ist vielleicht für die witzig, die, oder gut zu wissen, die anderen DAIs nicht die anderen Dragon Ages nicht gespielt haben. How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Tantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that. And I had answers. Alles klar. Ja, das, na gut, wo kommst du denn her, Varric? You from Ferelden, Olay. Free marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. Alles klar. Na dann, mach mal weiter, Päuschen. No problem. Reicht mir soweit. Muss eh weiter, ich muss sagen, dass ich einen Ort zum Holzfällen gefunden habe. Meinem stramm stehenden, Oh, was ist denn hier vorne schon wieder los? Oh Mann, oh Mann. Euch kann man nicht trauen! Ihr Schweine! Hey, du! When will you be able to get us the crafting supplies? Can I help you with something? Yep, ich hab, Nachforschen. Nee, Moment. Was ist mit den Spezialaufträgen? If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Okay, wie kann ich dir jetzt sagen, dass ich... Okay, dann auf Wiedersehen. Wem sage ich denn jetzt, dass ich da was gefunden hatte? Hier muss doch irgendwo... Requirierung, beschaffe die... Ach so, ich muss das bei diesem Requirierungstisch abgeben. Genau. So wie alle anderen auch. Inquisitionswaffen. Gegenstand herstellen. Peng. Um schlagkräftig zu sein, brauchen unsere Soldaten weitere Waffen. Belohnung plus 1. Wunderbar. Jetzt hat die bestimmt doch gleich eine neue für mich übrig. Aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wen haben wir denn noch überall rumhocken, mit dem ich gern sprechen möchte? Hier drin im Zelt zum Beispiel. Liliana. Schnückelmoos.
Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood. To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Ich spreche nicht für Andraste. I speak for no one but myself, and I have no answers for you. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. Die scheint ziemlich angepisst von der ganzen Gesamtsituation zu sein. Wenn da wirklich der Erbauer oder Andraste schuld sind, warum machen die den Kack, denkt die sich. Leute sterben, mein Beileid. I'm sorry. Her death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the divine. She led the faithful. She was the heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Jetzt steckt man nicht den Kopf so in den Sand. Ich helfe euch gern. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Hab mich aber gefreut, mal ein bisschen mit dir zu reden. Und dieses Schwächliche macht dich ja auch menschlich. Ja? Also mir hat das jetzt Spaß gemacht. So, was ist denn hier vorne eigentlich? Your kind killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mate! Enough! Knight Captain! That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Ziemlich unangenehmer Konflikt, der da entstanden ist. Gott sei Dank konnte er abgewendet werden. Templer und Magier natürlich in ihrem ewigen Konflikt und wollen sich einfach nicht verstehen. Muss ich mal kurz hier, bevor ich da hingehe und mit Cullen rede, gucken, ob ich noch irgendwas anderes hier habe. Was haben wir denn hier? Letzte Notizen. Sein Meister Taigen vor seinem Tod beim Konklaver. Ah ja. Wo war der Apotheker nur drin? Der war in so einem Haus, genau. Und was haben wir hier? Suche den Ratsraum auf. Okay, das ist jetzt quasi die nächste Hauptquest. Alles klar.